Freunde, es spitzt sich massiv zu. Willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Wir haben Elizabeth verloren und sind in ein Paralleluniversum gereist. Leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Ich glaube, ihr sollten die Kräfte genommen werden. Und sie musste sich für ein Universum entscheiden, in welches wir reisen. Warum sehen wir ihr Gesicht nicht? Warum sehen wir ihr Gesicht nicht? Sie ist uralt! Sie ist uralt! Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Das ist die Vision, die wir hatten. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Warum euer? Ja. Was heißt euer? Was heißt euer beider Wohl? Das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Wer ist sie? Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Das ist für die Vergangenheit, Elizabeth. Das ist für die Vergangenheit, Elizabeth. Wir waren gerade in der Welt. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Hier ist weiter oben. Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine... Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Da oben. Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Hier wird sie gerade zurück. Hier werden ihr gerade die Kräfte genommen. Hier werden ihr gerade die Kräfte genommen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, dann wird die Zukunft Elizabeth. Dann wird die Zukunft Elizabeth. Hier, oh boy, wartet. Da wird die Zukunft Elizabeth zurück auf die Erde gehen und alles vernichten. Alter, Comstock hat so einen Schaden. Comstock hat so einen brutalen Schaden. Es ist unfassbar, wie machtbesessen und realitätsfern dieser Dude ist. Der redet sich eine falsche Welt so lange ein, bis er sie glaubt. Scheucht ihn raus! Warte mal. Oh, what? Hier lebt noch einer? Ja, du. Hau ab, Alter. Die werden immer gepanzerter. Die Gegner werden immer stärker. Aber nicht mit mir. Comstock war doch hier irgendwo. Da ist ein Verbesserungstrank. What? Okay. Interessant zu wissen. Hau ab, Alter.
Die erste Maschine ist aus. Oh, der hat mittlerweile Comstocks Face. Ich habe auf sein Getriebe gefeuert, deswegen ist er instant draufgegangen. War beim Paralysieren. Die Gatlin aufheben. Ich will die Gatlin. Ich bin down. Keine Chance. Ich hatte keine Chance. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber die haben mich einfach überrumpelt. Aber, naja, was soll's. Wir kriegen das schon hin. Oh boy. Okay. Schade. Mit Tod ist es immer ein bisschen unschöner, aber was soll's. So. Da ist noch mein Salz. Zack. Da unten ist ein Riss. Da unten öffnet sich ein... Das sind gerade irgendwelche Universen, die sie öffnet. Hat sie die Kontrolle über ihre Kräfte verloren? Da kommt ein Tornado. What the hell? Wir haben sie befreit. Elizabeth, ich bin gleich da. Die Frage ist immer noch, wie ich da reinkomme. Von da ist kein Weg. Irgendwie von da oder so. Ich weiß, das passt gerade nicht zur Story, aber wenn die mir dieses Upgrade so präsentieren... Ah, okay. Ich brauche Elizabeth dafür. Alles klar. Warte mal. Aber meine Sniper müsste hier noch irgendwo liegen. Die würde ich eigentlich schon gern wieder haben. Ja. Ey, dieses Spiel spitzt sich gerade so unfassbar zu. Ich war selten so krass in einem, gedanklich in einem Spiel. Das müsste jetzt wieder 6 Monate in der Zukunft gewesen sein. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Das ist krank. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht... Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Oha! Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Sie wird richtig sie wird machthungrig. In ihr ist mittlerweile so ein Hass und so ein Frust, dass sie anfängt, mit ihren Kräften zu stehlen. Suchen wir also den Propheten. Mit ihr... Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. So, Elizabeth? Ich habe das Gefühl, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mit ihr das Gleiche passiert, wie mit Daisy Fitzroy oder mit Comstock. Sie weiß, was sie für eine Macht, sie weiß, was sie für eine Macht hat und fängt an, machthungrig zu werden. Die Uhr sollte uns
sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Boah, okay. Ihr solltet etwas injiziert werden, dass immer, wenn sie versucht, einen Riss zu öffnen, dass sie massive Schmerzen spürt. Alter. Diese Welt ist so abgefuckt, diese Welt ist so abgefuckt. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Diese Welt ist so abgefuckt. Das ist so krank, wie hier mit Menschen umgegangen wird. Ekelerregend. Wirklich ekelerregend. So, aber ich glaube, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns hier ein bisschen auszurüsten. Eigentlich hätte ich mit diesen Upgrade-Tränken auch ein bisschen meine Salze erhöhen sollen, weil ich jetzt in letzter Zeit viel mehr mit meinen Salzen kämpfe. Aber, naja, was soll's. Hier kann ich noch mal ein bisschen Geld ausgeben, theoretisch, wenn ich will. Aber die Frage ist, wofür... Oha, wie viel Waffen-Upgrades es einfach gibt, ist pervers. Das ist pervers, aber naja. Ich bleib bei den Waffen, die ich habe. Und upgrade, wenn dann meine Salze. Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Hört? Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitte sehr. Er fühlt sich noch sehr sicher in dem, was er tut. Mein Freund, ich bin hier, um deine Herrschaft zu beenden. Und dein Leben zu beenden. Was ist das? Da! Entdeckung! Elizabeth! Was ist das? Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Oh, er versucht immer noch, Elizabeth davon zu überzeugen, dass wir nicht die richtige Wahl für sie sind. Wobei wir mittlerweile schon so viel mit ihr durchlebt haben. Ich glaube, diese Entscheidung kann sie mittlerweile selber treffen. Das ist, muss es den Dude hier mal wegzünden. Aber ich finde es geil, wie sich das Design immer wieder von Paralleluniversum zu Paralleluniversum verändert. Das ist, weil immer wieder andere Mächte wahrscheinlich an die Waffenfabriken gekommen sind. Und deswegen die Designs immer anders gemacht wurden. Je nachdem, wer gerade dafür verantwortlich war. So. Ich erschaffe jetzt mal hier den Automaten hier. Dann haben wir hier mal ein Ablenkungsmanöver zumindest. So, dann zieh mal da. Oh nein, jetzt muss ich gerade nachladen. Oh, sehr schön. Aber mein Automat regelt hier auch noch. Damit ist der auch down. Diesen mittlerweile wirklich gar kein Stress mehr, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Der ist down. Der ist down. So, und jetzt noch du. Patriots, das war ihr Name. Ich habe jetzt die ganze Zeit nachgedacht, wie die hießen. Oh, was? Von wo? Von wo? Oh, du! Du machst ja einen auf Held? Aber wir sind immer noch nicht in Sicherheit. Die Musik sagt immer noch was anderes. Von da? Ah, von dem Schiff. Von dem Schiff. Okay. Aber ich habe mittlerweile gelernt, wie ich mit meinen Salzen umgehe. Das Shuttle... Ah, ich kapiere den Plan. Das ist geil.
Also, ich muss sagen, es ist. Auch hier ist wieder ein krasser Progress zu merken. So skillmäßig, wie sich mein Kampf mittlerweile verändert hat. In dem Moment, wo ich das sage, stürze ich erstmal in den Abgrund, aber es ist in Ordnung. Was sehen wir hier? Sehen wir hier das Schiff vom Propheten? Nee, wir gucken einfach nur irgendwo hin. Ein beeindruckendes Teleskop. Das war. Den Sinn dahinter habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber. Mehr Geld! Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht. Wir nehmen das einfach mal hin, dass hier wirklich ein äußerst interessantes Teleskop stand. So, bevor wir jetzt hier dem Flaggschiff hinterher düsen, muss ich mich jetzt auch noch kurz umgucken, ob es hier noch einfach noch irgendwas gibt, was wir gebrauchen können. Oder ob das jetzt hier einfach nur eine Gegend so zum Kämpfen ist, so ein reines Battlefield. Scheint fast so. Wir befinden uns aber immer noch in der Version, in der die Vox den Widerstand schon gestartet haben. Oh, sieh meine an. Kein Problem. Na, also wir sind immer noch in der Version, wo Daisy Fitzroy tot ist, wo Fink tot ist. Bitteschön. Und also ich glaube nicht, dass sie seitdem noch einen Wechsel gemacht haben. Wobei jetzt die Frage ist, uns hat ja die alte Elizabeth hat uns ja zurückgeschickt. Zu dem Zeitpunkt, als Elizabeth umgewandelt wurde. Das ist ja nochmal später. Also stimmt das nicht. Aber es scheint immer noch die Linie zu sein, die Vox übernommen haben. Du testest schon wieder. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Okay, der Bruder hat gesagt, die sollen Elizabeth zurück... Die haben Elizabeth aus einer bestimmten Zeit geholt, wenn ich das richtig verstehe. Und der Bruder hat dann gesagt, hey, bring sie wieder dahin zurück, wo du sie hergebracht hast. Und sie fügt sich dem. Ihr Bruder scheint ihr sehr, sehr wichtig zu sein. Sie scheint sehr, sehr viel von ihrem Bruder zu halten. Und sie weiß, dass alles mit Tränen enden wird. Da, wo sie das Mädchen hergeholt haben. Weil sie das Mädchen vielleicht aus einer Familie geklaut haben oder so. Was die Lutesses damit zu tun haben, das ist immer noch das Größte, worüber ich nachdenke. Ich pushe jetzt einfach die Fähigkeiten, so was soll's. Ich gebe mein Geld jetzt einfach raus. Okay, so, jetzt habe ich kaum noch Cash. Hier, gut aufheben. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr. Dankeschön. Boah, diese Voxophone sind mit das Geilste an diesem Spiel. Weil du sie suchen musst, aber dann immer so neue kleine Hinweise zur Story bekommst, die dieses Universum noch viel, viel besonderer machen und die dich dazu animieren, dich noch mehr hier umzugucken und dich noch mehr mit diesem ganzen Universum zu beschäftigen. Oh, so schön, so schön. Okay, auf zum, ich weiß gar nicht mehr, First Prophet oder so. Hand of the Prophet, das war der Name. Geht's dir eigentlich gut? Na, sie hat auf jeden Fall noch einige... Sieht auf jeden Fall mitgenommen aus. Ist der Hand of the Prophet hier irgendwo? Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Das haben wir ganz am Anfang gehört. Dieses Zitat haben wir ganz am Anfang gehört, als das Spiel losging. Genau diesen Satz. Wie crazy ist das denn? Konstanz, Leute, sie wollen zu uns. Okay, wenn ich da getroffen hätte, wäre ich ein G gewesen. Okay, kann ich darüber? Nein, noch nicht. Ich will an den Haken ran. Ja, jetzt. Das war's. Oh boy. So. Das war das. Oh ne, einer ist auf unser Schiff rüber. Du bist auch ein ganz harter, oder? Aber da ist die Hand of the Prophet. Da ist die Hand of the Prophet. Zack, weg mit dir. Weg mit dir. Ein Kampfschiff links. Okay. Aber da ist die Hand of the Prophet. Da ist Comstock da oben. Zwei sogar. Was? Die Vox kommen auch noch? Oh nee.
Ich dachte, die wäre ich jetzt mit alle los. Aber die Vogts schaffen es immer wieder, sich zu unpassenden Momenten einzumischen. Komme ich darüber? Nein, ich werde von irgendwas... Oh boy, wo kommst du denn her? Warst du schon die ganze Zeit da? Wir müssen wieder zu Elisabeth. Bin da. Okay, jetzt müssen wir da rüber, oder was? Nee. Achtung, da sind noch mehr. Wo? Oh, da. Na dann, das machen wir ganz fix. Der Nahkampf taugt mir, weil ich diese Fähigkeit herausgefunden habe. Und die wird mir meinen Arsch retten. Das ist zu wild, ohne Spaß. Wer redet hier? Wer redet hier? Dankeschön, Elisabeth. Ist der wieder auf meinem Schiff? Ja. Gehst du weg von Elisabeth? Oh Gott, was bist du denn für einer? Du hast einen Sack auf dem Kopf. Okay, damit ist auch dieses Schiff weg. Kommen wir ran? Nee. Salze? Dankeschön. Die sind kein Stress. Die sind wirklich kein Act. So, die kapern jetzt mein Schiff. Das machen die nicht lange. Das sage ich euch. Unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Ich hab da gerade schon mal einen Automaten für uns erschaffen. Sieh dir die Bitte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Ja, ich bin wirklich nicht wie du, Prophet. Ich bin wirklich nicht wie du. Aber nur weil du eine Eigenschaft mehr hast, heißt nicht, dass diese Eigenschaft besser ist. Das vercheckst du. Mehr ist nicht immer besser. Nur weil du voll mehr mit Hass bist oder der Kapitalismus in dir größer ist oder deine Hemmschwelle geringer ist, Menschen umzubringen, heißt das nicht, dass du besser bist als ich. Alter Mann. Ich höre hier permanent Leute und sehe hier überall Waffen. Ich weiß noch nicht, wo ich lang muss. Das scheint hier alles sehr, sehr... Oh, hallo. Oh, hallo. Es ist so, wenn die unter Schock stehen, nehmen die viel mehr Damage. Das ist das Geile. Wenn die unter Schock stehen, dann sind die so schnell weg. Da reichen zwei Schüsse und dann platzt der Kopf einfach. Weil vielleicht, keine Ahnung, das ganze Blut so unter Druck steht oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber mein Kampf-Gameplay hat sich jetzt gegen Ende nochmal so verbessert, das ist unfassbar. Mein Kampf-Gameplay ist so viel besser geworden. Ich kann mittlerweile den Schaden meiner Waffen sehr gut einschätzen. Und einfach wirklich sehr, sehr präzise genau so kämpfen, wie ich es brauche. Und meine Waffen sind natürlich auch stärker geworden. Muss man jetzt natürlich auch nochmal sagen. Macht die Skyline der Hangarbucht frei. Achso, weil die Kapseln da noch hängen. Das ist quasi wie das, was wir schon aus Columbia kennen. Das ist an manchen Stellen einfach so... Hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Wo diese Container das Ganze blockiert haben. Ah, da vorne ist, glaube ich, die Steuerkonsole. Einen Moment. Da sollten wir relativ fix hinkommen. Ich bin gespannt, ob wir Comstock jetzt wirklich zur Rede stellen.
oder ob der Dude nochmal entkommt, aber das Spiel hat gerade extremes Signalfeeling gerade. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Öffnen. Schon die Skyline ist frei, Booker. Okay. Hier sind nochmal Lockpicks. 27 haben wir. Das ist eine ordentliche Menge. So, geht es um diese Skylines hier? Moment. Ne, hier geht's noch nicht lang. Irgendwo hier vorne müsste das irgendwo gewesen sein. Moment. Hier durch. Die hier waren das. Diese Skylines. Okay. Wir kommen weiter nach oben. Und natürlich werden wir hier begrüßt. Aber das hatte ich auch erwartet. So, mach mal den Automaten hier. Dass der mir schon mal hilft. Oh nein. Du Sohn. Bleib da. Danke. Ich danke dir, Elisabeth. Sehr aufmerksam. Oh, kannst du das aufmachen? Nee, im Kampf geht das nicht. Na dann. Müssen wir den Kampf wohl frühzeitig beenden. Ja. Diese. Nochmal ein Lockpick. Oh, hier kann ich schon wieder draufdrücken, um die Skylines frei zu machen. Okay. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Im Kampf. Wir sind immer noch im Kampf. Stimmt das nicht? Wer hat es denn? So langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Warum läuft der Kampf noch? Ah! Deswegen läuft der Kampf noch. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Ah, da sehen wir, wie viele weg sind, glaube ich. Wir müssen einfach nur überleben, kann das sein? Oh boy. Das war wieder automatisch das Nachladen. Sehr geil. Okay, warte mal, von wo werde ich hier gerade befeuert? Mein Schild steht noch. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ah. Sehr gut. Muss ich aufpassen? Ja, ja, alles gut. Ich habe hier alles im Griff, denke ich. Bleib entspannt, Elisabeth. Ich bin voll und ganz bei dir. Wer schießt hier auf mich? Wer schießt denn hier auf mich? Ah, da. Das zieht sich ganz schön. Ah, wir bleiben entspannt, Leute. Ah, das ist meine Automate, hier feuert. Ehrenautomat auf jeden Fall. Perfekt getimed. Optimal. So. Ah, hallo. Schön, dich zu sehen. Erstmal müssen wir auf den. Oh Gott. Ich ziele so grottig. Aber da war ein Lockpick. Da war ein Schloss, was ich öffnen kann. Halt du mal die... Warte mal, wer schießt da auf mich? Noch? Ich meine du, ja. So, aufpassen. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Moment mal, wir gehen hinter ihn, um in sein Getriebe zu schießen. Sehr gut. Ich habe kein Salz mehr, oder was? Doch. So, hier schön in sein Getriebe. Oh, wirklich? Okay. Danke. Okay. Wir haben das den ganzen Bums hier überstanden. Ich habe das aber nur gemacht, Elisabeth. Damit du mir hier... Warte mal, wo war die Tür? Irgendwo war da eine Tür, die du mir öffnen sollst. Die hier. Und das war im Kampf nicht möglich. Kein Problem. Sehr schön. Eine andere Antwort hätte ich auch nicht akzeptiert. Fertig. Was ist hier drin? Weitere Masken und Helme für die Patriots? Okay. Hier wurde an den Masken überall gearbeitet. Selbst auf diesem Schiff... Oha, wie viel Geld hier einfach war. Mehr Geld. Selbst auf diesem Schiff werden quasi noch weitere Patriots hergestellt.
ist eine riesige Fertigungswerkstatt. Oh, ein Voxophon. Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abebben wird? Die wussten, dass Elisabeth das Ganze die wussten, dass Elisabeth New York zerstören wird. Und deswegen haben sie es dann versucht, rückgängig zu machen. Deswegen hat wahrscheinlich der Bruder darauf bestanden, das rückgängig zu machen. Und hat versucht, seine Schwester davon zu überzeugen. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten, Comstock? Das übernehme ich selbst. Oh, nein, jetzt habe ich gerade mein AUX-Kabel aus meinem Kopfhörer geschossen. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs dabei sein. Will the circle